Grizzly, das ist dein Untergang. Und damit wünsche ich euch recht herzlich willkommen hier zum letzten Gruppenspiel des UEFA Cups. Und Grizzly, es ist nicht dein Untergang, ich wollte nur mal einen kleinen Spaß machen hier. Fakt ist, ich muss gewinnen. Ich muss gewinnen. Weil ich darf nicht hoffen, dass da Team Seehund, also Marcel, verliert, weil ich muss das Ding hier alleine klar machen. Weil wenn Team Seehund zweimal verliert gegen Alex96, ich hier vielleicht unentschieden spiele oder so. Aber ich will nicht spekulieren, ich will hier gewinnen. Und ich will mein Bestes geben, Leute. Also Leute, wir gehen rein in die Partie. Ich lade jetzt den Grizzly ein. Rückspiel findet ihr natürlich auf seinem Kanal. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung oder auch oben in der Infokarte. Ich würde sagen, ich habe alles gesagt, was ich sagen muss. Und jetzt spricht die Musik quasi für mich. Also, let's go! Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's ab. Die Mannschaft kennt ihr sicherlich von ihm. Ich glaube, Lukaku-Inform oder so. Also, hier ist sie nochmal. Lukaku Mertens ist natürlich richtig krass. Ramos, Salah, Hazard, Alba, Keylor Navas. Auf ihn muss ich hoffen, weil das ist für mich ein Fliegenfänger. Muss ich ehrlich sagen. Nein, das gibt's doch nicht, Draxler. Jawohl, Bale. Bam, 20. Minute, Gareth Bale. Und dafür habe ich so einen Topstar im Team, Mann, dass er auch mal so ein Tor macht. Jetzt aber hier im Köpfchen ruhig bleiben und weiter so machen. Ja, genau so muss es hier heute laufen. Julian Draxler 2:0. Boom! Sorry für den kleinen Ausraster. Aber ich muss mich jetzt hier so freuen. Mariano, du kleiner Penner. Ich habe nichts gedrückt, Mann. Ihr kennt diese Situation. Ja, er schubst ihn einfach um. Nein. Ach, scheiße. 2:1. Kann der nicht einfach bitte reingehen? Kann der nicht bitte einfach heute mal reingehen? Keylor Navas. Und vorm Spiel habe ich noch gesagt, Fliegenfänger. Jawohl, Casemiro. Ganz wichtiges Tor. Ganz, ganz wichtiges Tor, Mann. Ja. Klar überlegen, zur Halbzeitpause 9 Schüsse und alle 9 Schüsse sind dieses Mal sogar aufs Tor gegangen. Aber man muss quasi schon sagen, nur 9 von diesen 3 sind reingegangen. Aber ich will mich nicht beschweren, ich habe schon viel, viel schlimmere Statistiken gesehen, bei mir auch. Ja, komm, rein in die zweite. Wechsel ich was? Ich glaube nicht, aber nachher wird noch Müller kommen, definitiv. Uiuiuiui. Alter. Ich habe ihn doch voll umgehackt. Also, wieso es da keinen Freistoß gibt, weiß ich auch nicht. Danke, Schiedsrichter.
Also ich habe mir den Schiedsrichter oben mit diesen EA Points gekauft. Deswegen habe ich hier einen Freipfiff quasi gehabt. Jawoll! Perfekte Einwechslung. Als Müller wieder. Boom. 4-1. Tja, Müller. Puh, und jetzt sollte das doch eigentlich hier durch sein. 4-1. Ja, komm, noch eins. Alexander. Es war 5-1. Also ich bin mit dem Spiel sehr zufrieden. Endlich mal gehen die Dinger hier rein. Alexander Eswein ist eh der beste Mann von der Hertha, ne? Also. Und das war's. Das war's. 5-1 habe ich gewonnen. Jetzt findet ihr natürlich noch das Rückspiel unten in der Videobeschreibung. Auf dem Grizzly-FIFA-Kanal. Aubameyang, bester Spieler. Pff. Obwohl, der war heute echt gut. In der ersten Halbzeit zumindest. 11 Schüsse aufs Tor. Sieg geht in Ordnung, wenn man sich die Statistik anschaut. Also schaut jetzt auf jeden Fall bei dem Grizzly noch vorbei. Da gibt es das Rückspiel. Das muss ich auch noch gewinnen. Also Leute, pümmelt da vorbei. Lasst ihm ein Abo da. Lasst ihm ein Like da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hoffentlich in der K.O.-Runde. Ich halte auf euch auf dem Laufenden, Leute. Haut rein, wenn euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, wie immer, ein Däumchen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. In der Mitte könnt ihr mich jetzt noch kostenlos abonnieren, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Rechts daneben findet ihr die letzten zwei Videos von mir. Morgen geht's weiter mit der Road to Glowy. Haut rein. Tschüssi.